Erstmal einen wunderschönen guten Abend an unsere Freundinnen und Freunde aus der Ukraine. Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, natürlich auch sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Staatsministerin, Staatsminister, sehr geehrter Herr Lars Reichow, Herr Willisch, liebe Gäste. Ich glaube, wir können uns heute darauf einigen. Ich glaube, wir können uns heute darauf einigen, ob wir Slava Ukraine oder Salve Ukraine, also die lateinische Form, wählen. Wir wissen alle, was gemeint ist. Wir unterstützen hier und heute die Ukraine und wir werden das weiter tun. Und ich muss sagen, ich habe das auch vor der Veranstaltung gesagt, Herr Reichow, ein fantastisches Timing. Gerade in einer Phase, wo man sieht, wir sind in einer Welt, die nicht nur von einer Krise leider heimgesucht wird, sondern von vielen, rufen Sie wieder das Verhältnis zur Ukraine in Erinnerung. Und Sie bringen das auf eine neue Ebene. Mainz versteht die Ukraine. Das ist ein toller Titel. Und aus dem ersten Impuls wollen wir doch alle natürlich sagen, die jetzt vielleicht auch in den letzten Jahren schon Ukrainerinnen und Ukrainer hier bei uns in Mainz oder in Rheinland-Pfalz kennengelernt haben, man möchte doch sofort sagen, ja, natürlich verstehen wir die Ukraine. Ja, natürlich stehen wir solidarisch hinter der Ukraine. Wir unterstützen die Ukrainerinnen und Ukrainer, weil sie in den letzten Jahren in diesem abscheulichen Angriffskrieg nicht nur ihr Land verteidigen, sondern unsere Werte verteidigen. Sie verteidigen unsere Demokratie. Und ich darf Ihnen sagen, das liegt mir sehr am Herzen. Ich bin ein Land geboren, das nannte sich Deutsche Demokratische Republik. Das war vieles nur nicht demokratisch. Und das heute hier zu sehen, dass wir wieder darum kämpfen müssen, gar nicht weit weg von uns, dass die Demokratie verteidigt wird, das ist etwas, dafür lohnt sich nicht nur eine Veranstaltung, dafür lohnt sich noch Dutzende Veranstaltungen. Und deswegen sage ich hier auch nochmal meinen herzlichsten Dank an alle Organisatorinnen und Organisatoren, die das hier initiieren. Und weil es heute um das Verstehen geht, um das Kennenlernen, auch um das kulturelle Kennenlernen, möchte ich gar nicht darüber reden, wie groß auch das Engagement vieler Mainzerinnen und Mainzer sicherlich in den letzten Jahren war, wie auch als Stadt natürlich große Anstrengungen unternommen haben und unternehmen werden. Darum geht es heute erstmal nicht. Es geht darum, dieses Land zu verstehen, besser zu verstehen. Das alleine kann auch ich mit meiner Rede vielleicht nicht verbessern. Ich war 2012, war ich zwar 4 Wochen einmal in der Ukraine, ich bin mit dem Wohnmobil durch das ganze Land gefahren, zur Fußball-Europameisterschaft damals, von Lemberg über Kiew bis nach Kharkiv und wieder zurück. Wir wollten eigentlich nur 2 Wochen bleiben, sind dann 4 Wochen geblieben, weil es so wunderbar war. Aber fußballerisch nicht, aber das war dann was in der Nebensache. Aber ich wollte noch eine Geschichte erzählen, eben von Menschen aus der Ukraine. Und wir haben, sie ist auch heute Abend hier, eine Mitarbeiterin, und das ist nur beispielhaft, bei uns aus der Stadtverwaltung, eine geschätzte Mitarbeiterin aus der Nähe der moldawischen Grenze, Svetlana, die nach dem Studium in Kiew dann hier nach Mainz kam und jetzt schon seit vielen Jahren bei uns in der Stadtverwaltung arbeitet. Sie hat im vergangenen Jahr nach vielen Wochen des Bangens, und ich vermute, dass es auch vielen von Ihnen hier Anwesenden genauso geht, ihre Mutter zu sich geholt, aus den Kriegswirren in Sicherheit gebracht, und ihre kleinen Neffen und Nichten sitzen immer noch regelmäßig nachts im Bunker, wenn die Sirenen heulen. Sie gehen tagsüber zur Schule. Svetlana sagt dazu, meine Familie, sie liebt ihr Land, sie will dort bleiben. Meine Freunde, meine vielen Verwandten, sie klagen nicht. Sie leben ihren Alltag, sie feiern auch Geburtstag mit denen, die noch am Leben sind, mit denen, die noch da sind. Das sei typisch ukrainisch. Die Menschen singen viel, sagt Svetlana, und sie sind trotz der Kriegsschrecken optimistisch. Sie halten zusammen, sie feiern ihre Liebe zum Land, ihre Liebe zur Freiheit. Übrigens, das fügt dann auch noch hinzu, natürlich auch noch weiter, ihre Liebe zum Fußball. Froh sind Freiheit, Fußball, Zusammenhalt. Ich denke, Mainz hat zumindest das Potenzial, die Ukraine gut zu verstehen, wenn man diese Schlagwörter hört. Übrigens haben wir auch einen großen ukrainischen Held hier in unserer Fußballhistorie. Andriy Voronin hat auch in Mainz viel gekriegt. Und jetzt kommt eigentlich der spannende Twist. Svetlana zitiert Zeilen eines Liedes, von dem sie sagt, das sagt viel über das ukrainische Volk aus. Wir sind froh und frei und wollen so immer bleiben. Uns kann niemand, wer es auch sei, den Frohsinn je vertreiben.
Wir lieben dieses prächtige Land und sind ihm treu ergeben. Fest hält zusammen uns ein Band heut und das ganze Leben. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist der Text aus dem Rheinhessenlied. Das ist veröffentlicht im Heimatjahrbuch des Kreises Mainz-Bing 2016. Aber wenn man es hört, es könnte genauso aus der Ukraine stammen. Mainz und Rheinhessen und die Ukraine. Wir sind uns näher, als wir vielleicht gedacht haben. Mainzer und Ukrainer verstehen sich, weil sie viele gemeinsame Werte teilen, weil sie den Frohsinn teilen. Und genau deswegen wird unsere Unterstützung ganz, ganz sicher nicht nachlassen. Wie gesagt, 2012 habe ich ein Land erlebt, was auf dem Sprung war. Oder vielleicht auch noch ist. Wo man gemerkt hat, eine junge Bevölkerung, eine fantastisch ausgebildete Bevölkerung, die sagt, jetzt sind wir offen. Wir wollen uns öffnen in den Westen. Wir wollen unsere Kultur auch nach im Westen tragen und uns austauschen. Man hat gemerkt, hier passiert was. Und dann die Bilder zu sehen aus all den zerstörten Städten, aus all den zerstörten Schicksalen, das ist etwas, das hat mich tatsächlich in den letzten Jahren auch durch die persönlichen Erfahrungen noch stärker berührt als viele, viele andere Konflikte in der Welt. Denn diese Tapferkeit, von der wir eben gesprochen haben, auch der vielleicht immerwährende Frohsinn, der darf über eines nicht hinwegtäuschen. Es ist ein grausamer Krieg. Es ist ein grausamer Angriffskrieg, an dem jeden Tag weitere unschuldige Menschen sterben. Mütter werden zu Witwen, Kinder zu Waisen. Russland zerstört weiterhin Wohngebiete und trägt unermessliches Leid diesen Menschen zu. Das Ganze jetzt schon seit 620 Tagen. Und genau aus diesem Grund bitte ich Sie, Sie nicht müde zu werden, Sie weiter Ihre Lieben in der Ukraine zu unterstützen. Genauso werden wir aus der Stadt Mainz, aus dem Land Rheinland-Pfalz heraus, aus ganz Deutschland heraus, weiter das tun, was getan werden muss. Und ich freue mich auch wirklich über die Nachrichten zur Wiederaufnahme oder zur Aufnahme der Verhandlungen zu einem EU-Beitritt. Weil ich glaube, das ist etwas, woran wir beide und alle gemeinsam arbeiten müssen. Mainz versteht die Ukraine, danke auch an Svetlana Holzapfel, die die Zeilen mir gespendet hat. Und ich möchte auch noch etwas in die Hand nehmen, vielleicht wichtigste Blatt heute. Die Petition zu einer Städtepartnerschaft, unterzeichnet von Lukas Augustin, Lars Reiche, Peter Willisch, Edgar Wagner. Ich bin froh, dass Sie uns das auch wieder als Aufgabe mitgeben. Vielleicht vergisst man, manchmal verliert man den Fokus, dass solche Aufgaben jetzt eigentlich, genau jetzt in diesem Moment angegangen werden müssen. Warum? Ja, Politik. Politikerinnen und Politiker, die kommen und die gehen, aber eine Städtefreundschaft, eine Städtepartnerschaft, die auf einem starken Fundament steht, und das sieht man heute hier, 800 Leute bei uns im Schloss, die auf so einem Fundament gegründet wird, die überdauert auf viele, viele Wahlperioden. Und das ist es, wofür wir heute vielleicht auch einen Grundstein legen. Wir nehmen diese Aufgabe mit. Vielen Dank nochmal für den Impuls und ich glaube, es wird allerhöchste Zeit. Dankeschön.